Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 28. Oktober. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Von Kräften versteht unsere Zeit etwas. Von PS und Motoren und Atomkräften. Aber dass im Kreuz Jesu Christi Kraft zu finden sei, das will uns zunächst wunderlich vorkommen. Eine Geschichte hilft uns zum Verständnis. Am 11. April 1942 saß ein junger Soldat, Michael Kitzelmann, in einer Gefängniszelle der russischen Stadt Orel. Aus einem fröhlichen Stadium hatte ihn der Krieg herausgerissen. Endlose Straßen war er marschiert. Harte Kämpfe hatte er erlebt und dann geschah es. Er sah, wie auf einem Marktplatz Juden erhängt wurden. Und dazu konnte er nicht schweigen. Und nun saß er, zum Tode verurteilt, in der Zelle. An jenem 11. April schrieb er einen Brief, der auf uns gekommen ist. Da heißt es, die schwersten Stunden sind die frühen Morgenstunden. Bei jedem Erwachen fällt die Fruchtbarkeit meines Schicksals wie ein zermalmender Felsblock auf meine Seele. Verzweifelt suche ich einen Halt. Ich klettere dann förmlich am Kreuz meines Heilands empor, um Trost und Kraft zu finden. Der Mensch von heute schüttelt den Kopf. Das Kreuz Jesu ist doch gar nicht vorhanden. Wie kann man im Jahr 1942 daran emporklettern? Aber der junge Mann hat recht. Das Kreuz ist eine ewige Tat Gottes. Es steht mitten unter uns. Und wo Menschen von den Problemen ihres Lebens erdrückt werden, wo Gewissen unruhig werden und nach Vergebung schreien, wo Friedlose nach Trost und Hilfe verlangen, wo Unglückliche nach Gott fragen, da dürfen sie alles, alles im Kreuz Jesu Christi finden. Hier ist Gottes Kraft für uns. Herr, wir danken dir für dein Sterben, das uns zum Leben wurde. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.